Die Rap-Koch-Show. Wir kochen, Sie genießen. Heute Folge 3. Oh yeah. Ich hab mal wieder richtig Lust auf was Leckeres. Heute ist ein Tag, an dem man es sich schmecken lässt. Was für Cheat Day, ich brauch das nach dem letzten Stress. Mal überlegen, es gibt Hähnchen geschnetzeltes. Natürlich sollte das Hauptprodukt tolle Herkunft haben. Bevorzugt regional, Freiland will mit Fernum starten. Wir beginnen nun mit dem Huhn, schneiden Brüsten, Streifen muss nur klarkommen, weil Gelüste schon steigen. Dann Knoblauch und Zwiebel schälen und klein schneiden. Dann schließen die Paprika putzen, muss nach Basmati mal gucken. Gut, das wird noch für mehr als zwei reichen. Ein Zeichen, jetzt muss der Wecker reinscheißen. Also Paprika würfeln, das Butterschmalz in Pfanne erhitzen. Butterschmalz ist ein wahrer Geschmacksträger und mutiert in dem Fall zu einem wichtigen Taktgeber. Die Hähnchenstreifen dazu, Vorsicht, Fett kann spritzen. Sobald sie Farbe bekommen, schon mal salzen und Pfeffer mit etwas Mehl bestäuben. Denn das bindet dann besser. Durchschwenken und direkt aus der Pfanne. Berge in Olivenöl erwärmen, jetzt kannst du die Paprika erkennen lernen. Zwiebel und Knoblauch mit Schwitzen und danach schwärmen. Was für ein Duft entsteht, der lässt die Nasenspitze streicheln. Ich komm nicht klar, wozu diese Gase mich verleiten. Also weiter. Wir fangen an, unseren Reis aufzusetzen. Nehmen den guten Weißwein für den Traum vom Essen. Löschen ab, lassen ein reduzieren und kosten gleich. Vergiss Tetra Pleure, es muss schon edler Tropfen sein. Wir geben die Sahne hinzu, Paprika, Pulver und Thymian. Danach das Hühnerfleisch mit rein und rühren dann. Lassen es noch etwas köcheln, bis das Fleisch gar ist. Der Reis dürfte soweit sein, verkocht wäre tragisch. Schmecken es nun final ab und richten an. Schaut mal her, das ist schon ein Gedicht, verdammt. Dieser Reis, man braucht nicht für jeden Genuss Kartoffel. Ich genieß mal, in meinem Mund kommt Brust vom Gockel. Das war die Rap-Koch-Show.